Willkommen zu einem kleinen Test von On My Own, einem 2D Survival Adventure. Ich habe tatsächlich noch keine Ahnung von dem Spiel, denn ich habe es gerade erst auf Steam entdeckt. Es kostet aktuell 7,99 €. Und ja, wir testen das Ganze einfach mal aus. So, Character Selection. Ja, natürlich, ich bin männlich, ich will einen männlichen Charakter. Und wir streifen durch die Wälder. Ohne Blockhütte. Wir alle wissen, was in Blockhütten passiert. Zumindest wenn man so Filme gesehen hat wie... ja, jetzt fallen mir die Namen nicht ein, aber egal. Okay, gut. Uns wird hier irgendwas gesagt. Ich habe jetzt keine Lust, das zu übersetzen. Okay, ich kann also auf meinen Charakter klicken und dann sehe ich mein Inventar, okay? Gut, ich kann mit WASD laufen, das ist sehr schön. Und ja, wir gucken einfach mal ein bisschen rum, ne? Ich soll anscheinend Holz finden. Dann machen wir das Ganze doch mal. Hatte ich eine Axt? Ja, ich habe eine Axt. Kann ich hier an so einen Baum ran? Was habe ich? Ah, okay. Ich kann auf den Baum klicken, um ihn zu hacken. Dann hacken wir doch mal ein bisschen Holz. Da ist, sehr viel. Was war das? Oh, Scheiße, jetzt habe ich nicht gelesen, was ich aufgesammelt habe. Okay, das sind Stöcker, ist klar. Ja. So, komm. Und jetzt noch das letzte Holzstück. So, jetzt, was ist Streichhölzer? Ist das eine Feder? Ja, ist eine Feder. Ich habe eine Feder bekommen. Anscheinend habe ich ein Vogelnest zerstört. Sorry dafür. Also, ne? Place Wood. Ja, das, das wollte ich so nicht. Warte mal, ich bin hier noch so ein bisschen am rum... Ah, okay, das hat tatsächlich geklappt. So, ich klicke jetzt auf meinen Charakter. Und zieh einmal das Streichholz drauf. Das klappt so, das ist sehr schön. So, eine Falle. Um eine Falle zu bauen, brauche ich also Stein. Collect Big Rock. Okay, ja, ich sehe hier Steine. Kann ich die vielleicht auch mit einer Axt hauen? Ah, nee, jetzt habe ich mir eine Axt fallen gelassen. Okay, ich habe eine... Ah, ich muss einfach nur auf die Bäume klicken, damit ich das tatsächlich habe. Ich muss vorher gar nichts auswählen. Entschuldigung. Das sieht doch aus wie ein großer Stein. Direkt mal draufgeklickt und bekommen. Kann ich Fledermäuse sagen schon, das sind Schmetterlinge. Gott. Oder das sind auch schöne Fledermäuse, kann auch sein. Ich sammle mal erstmal ein paar Beeren, damit ich auch was zu essen habe. Bevor ich mir irgendwelche Kaninchen jage und die ausweide, wäre glaube ich nicht ganz so schnell. Noch ein bisschen Holz hacken, damit das Feuer auch brennt. Wir wollen ja den Wald auch lichterloh abfackeln. Weil das macht man ja so als Camper. Kann ich vielleicht schon mal so ein Eichhörnchen jagen? Nee, geht nicht. Okay. Oh, da liegt noch Holz. Könnte meine Einbildung sein, aber es sieht aus, als würde es langsam dunkler werden. Übrigens, wenn ich ein bisschen müde klinge, das liegt daran, es ist 5 Uhr morgens. Ja, ne? Ist so ein bisschen spät. Craft-Menü. Plus, gleich. Okay. Das plus das gleich das. Haha. Ich habe eine... Wo habe ich die Falle jetzt? Wo habe ich meine Falle? Hallo? Hallo? Meine Falle ist weg. Oder bin ich zu blöd? Nee, meine Falle ist weg. Ja, meine Falle... Ja, super. Okay, so, ich suche noch einen Stein. So schnell kann das ja nicht sein. Oh, was ist das? Vital Deer. Added to... Irgendwas.
Wahrscheinlich hier irgendwie was. Nee, okay, schade. Dann. Ach komm schon, ich will. Nein. Achso, ich kann den einfach so aufheben. Auch gut. Nochmal, Craft Menü, das plus das gleich das. So, okay, jetzt habe ich eine Falle gebaut und hier ist ein Hasenbau. Ne, hier, das hier ist ein Hasenbau. Das heißt, ich werde das direkt mal ausnutzen. Das ist also, so sieht die Falle aus. Gott, hier sieht die Falle. Muss ich die Falle vielleicht noch irgendwie. Ich meine, sieht die so aus oder? Anscheinend sieht die so aus, auch gut. Dann warte ich jetzt einfach mal ab. Oh, komm schon. Reh, brenn. Oh, dann brenn halt nicht. Kann ich eigentlich in die Hütte rein? Ich kann in die Hütte rein. Overnight, you call it. Ich übernachte jetzt gerade anscheinend. Ich habe jetzt ungefähr, weiß nicht, wenn man so. Ich habe jetzt einen Monat übersprungen, circa. Mein Feuer brennt noch, das ist gut. Los, komm, ich sehe dich. Lauf da rein. Ne, das ist ein Eichhörnchen. Das ist gar kein Hase. Mal gucken, ich kann essbare Sachen. Ah, das ist meine Hungeranzeige hier oben links, dieses braune. Und ich habe auch eine Energieanzeige. Sammle ich mal ein bisschen Unkraut. Was ist das überhaupt? Red Brainberry Firewood. Fire? Ne, Fireweed. Achso, Brennnessel. Komm schon. Ich sammle noch ein paar Steine. Mal schauen, was ich dann so alles kriege mit der Zeit. Mal gucken, erstmal hier noch ein paar Beeren sammeln. Weil Beeren sind anscheinend sehr gut. Bisschen Holz. Ja, Holz kann man nie genug haben, würde ich mal sagen. Da ist noch ein Stein. Okay, da sind Bären, auch gut. Ich dachte nämlich, dahinter liegt ein Stein. Mal gucken, ich fäll mal den Baum. Vielleicht sehe ich dann den Stein, der dahinter liegt. Nee, da liegt kein Stein. Ach, mein Inventar ist voll, okay. Dann gibt es das also auch. Das ist. Ah, warte, ich habe hier, glaube ich. Ist das eine Kiste? Ja, das ist eine Kiste. Was ist das denn? Nebzeugs und Schokolade. Ah, okay. Dann packe ich da mal so ein paar Sachen rein, die ich noch nicht brauche. Und sammle da mal noch ein paar Steine. E, da vorne ist ein Stachelschwein. Ja, was ist E? Das können wir wahrscheinlich gefährlich werden. So, Catch Rabbit. Mal gucken. Erstmal hier Holz nachfüllen. Bevor es komplett ausgeht. So, wo waren jetzt hier. Oh, komm, du bist da genau durchgelaufen. Du bist aber kein Hase. So, wo sind hier noch. Was ist da? Obsidian Stone? Ah, Obsidian Stone. Okay, diese schwarzen Flecken sind Obsidian Stein. Ich dachte, das wären. Was ist jetzt los? Ist mein Charakter eingeschlafen oder. War das jetzt die Nacht? Was ist passiert? Anscheinend war ich schlafen. Auch gut. Von mir aus, also. Von mir aus kann mein Charakter so schlafen, wie er möchte. Irgendwie füllt sich meine Hundeanzeige nicht. Oh mein Gott. Werden die. Sind die Bohnen, die Beeren etwa nicht genug? So, ich stelle jetzt eine Falle direkt ans Loch auf.
Da habe ich noch ein paar. Obsidiansteine. Da unten ist noch ein Hase. Ein Hasenbau. Okay. Gut. So, dann stelle ich den mal direkt dahin. Ich weiß nämlich sonst nicht, was ich sonst tun müsste, soll. Ich fäll einfach mal mit ganz random ein paar Bäume. Ich meine, schaden kann's ja nicht. Oh, aber meine Energie geht runter. Und mein Essen wird langsam auch lau. Oh. You've discovered a mysterious letter. Read letter, okay. Ich lese mir das mal ganz kurz durch. Wer Englisch kann, kann sich das auch gerne durchlesen. Ich habe das keine Lust, jetzt vorzulesen auf Englisch. Ja, okay. Ja, hat anscheinend ein Notizbuch gefunden. Na gut, es scheint eine kleine Geschichte zu sein. Gucken wir uns einfach mal die Zeichnung an. Stock, Seil, Holz und irgendwas anderes. Fireboat Drill. Okay, wie? Back. Oh, es gibt eine Map. Okay. Letters, Journal, Option, Little, Safe. Hä, die Kiste konnte ich in der... Ach, ich lagere die Sachen im Haus und nicht in der Kiste, aha. Mal gucken. Das da, das da. Ist das jetzt ein... Das ist eine Snare, okay. Eine Snare. Das ist auch schön. Okay, das war nichts. Nein, okay. Ein Regenwurm. Ich habe einen Wurm gefunden. Auch gut. Ja. Was tue ich jetzt wegen meinem Hunger? Das ist natürlich die Frage. Weil anscheinend bin ich ein ganz schlechter Jäger. Weil da ist noch nichts, da ist noch nichts. Und es ist der nächste Tag angebrochen. Anscheinend ist der nächste Tag angebrochen, sobald meine Energie auf Null ist. Aber wieso fange ich denn nichts? Soll ich mal die Snare Trap? Ich stelle mal die Snare Trap auf. Kann ich da selbst? Ich kann da selbst durchlaufen. Okay, nee. Ich stelle sie mal dahin. Habe ich die Dinger überhaupt fertig? Ich meine, die sehen überhaupt nicht so aus wie auf dem Bild. Ich meine, die müssten ja normalerweise so aussehen. Aber die sehen so aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen muss. Leider. Na gut, ich guck mal, ob es noch irgendwo was Essbares gibt. Schokolade ist immer gut. Ja, doch, das füllt den Hunger auch sehr gut auf. Ah, es wird dunkler, wenn man Hunger hat. Guck mal, es wird heller, wenn ich, das war so klar. Ich bin vergiftet. Oh Gott, ich werde sowas von sterben. Da sind Beeren. My inventory is full, what?
Den Wurm, den brauche ich nicht. Oh, wie süß. Wie der Wurm sich bewegt. Habe ich den Wurm jetzt trotzdem eingesammelt? Na, ja, der ist weg. Ah ne, ich habe ihn in der Hand. Ich weiß, dass man hier irgendwie angeln kann. Stock, Wurm. Ne. Okay. Ich bräuchte nochmal irgendwie so Seil oder. Doch, ein Seil. Guck mal, das sind auch Dornranken, die ich hier sammle, oder nicht? Damit müsste sich doch eigentlich. Ne, das sind Brennnesseln, aber kann ich da. Ah, warte, halt! Ups, was habe ich jetzt gemacht? Shit, jetzt habe ich. Boah, das Ding ist weg, oder? Ne, da vorne liegt das. Da liegt das. Ich krieg's nicht aufgehoben. So, jetzt habe ich es aufgehoben. Super. Ein natürlicher Faden. Und zwar könnte ich doch jetzt. Ups, nee, das ist eine Snare Trap, das will ich ja gar nicht. Ich möchte irgendwas anderes machen. Ich würde eigentlich gerne. Irgendwie. Eine Angel bauen. Aha, okay, ich kann die aufteilen. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, was bringt mir das, wenn ich es aufteile? Anscheinend gar nichts. Okay, ich brauche 3 Dinger, um so einen Faden herzustellen. Alles klar. Damit kann ich nichts machen. Kann ich mit den Federn irgendwas machen? Nein. Okay, okay, ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln. Komm schon, da ist ein Kaninchen, guck mal, das läuft jetzt auch direkt rein, fast. Muss ich das, oder muss ich das Ding erst, kann ich das irgendwie aufstellen? Oh, ich muss das Ding erst laden. Natürlich. Das hätte ich auch früher drauf kommen können. Okay, jetzt muss ich aber ein bisschen was essen. Der Winter kommt nicht bald, das ist nämlich ganz fies. Okay, mein Charakter wird müde. Ich muss jetzt anscheinend bald wieder schlafen. Ja, okay, Schlafenszeit. Der Herbst bricht an. Eieieiei. Aber hier noch eben das Ding sammeln. Okay, das war nichts. So, check Trap, okay, das sieht, ist das meine Trap? Nee, das da oben ist eine Trap und doch, das ist auch eine Trap. Ist mein Inventar wieder voll? Mein Inventar ist wieder voll, okay. So. Jetzt weiß ich auch, wie ich Sachen jage. Das ist sehr gut. Ich kann jetzt hoffentlich. Raw Small Game, okay. Und essen.
Schade, dass mir das nicht sehr viel bringt. So an Energie. Und kann ich da direkt auch meine 8 Stapel reinpacken? Ja, packe ich da doch direkt mal meine 8 Stapel rein, ist ja kein Problem. Jetzt habe ich aber auch keine Aufgaben mehr, ne? Ich bin immer noch vergiftet, das ist das Problem. Ja, an den Bäumen wachsen auch keine Beeren mehr. Ich wette, im Winter sterbe ich. Oh Mann. Ich wette, ich sterbe. So, was kann ich denn noch machen? Ich weiß es. Vielleicht muss ich auch irgendwie sowas in die Fallen packen. Also in diese. Da ist eine Falle losgegangen. Das Blöde ist, ich kann. Oh, das ist eine Kiste. Ich kann aktuell keine Fallen scharf machen, weil ich ja keine Beeren mehr habe. Da ist noch ein Brief. Snare Trap. Ja, das Snare Trap weiß ich schon. Ich sehe auch, wie das drin war. Ich habe, wie das geht. Ich habe da nämlich nicht so ganz genau geguckt. Nein, aber es sieht doch aus wie so ein Stein. So ein Fadending und so ein Ding. Und das habe ich doch alles. Ah, okay, da ist tatsächlich eine Snare drin. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes mal? Also, wow, 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 ich muss schnell zurück zum Lagerfeuer. Guck mal, hat die andere Falle noch was geschnappt? Ne, hat sie nicht. Ich brauche dringend was zu essen. Das ist auch echt mies, dass ich, was kann ich hier nicht machen, dass ich so sehr am Verhungern bin. Damit kann ich gar nicht. Ich weiß nicht, was ich mit dem Tierfell machen kann. Leider. Ich würde ja gern irgendwie was machen, aber ich weiß nicht was. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass ich Kleidung machen kann oder so, aber ist wohl nicht so. Okay, ja, leider nicht. Ja, was kann ich denn noch machen hier? Also, ich muss irgendwie an Essen rankommen. Ah, da war noch ein Baumstamm. So, was waren das hier nochmal für Pflanzen? Nee, das waren die giftigen, die kann ich nicht essen. Ich mache mich damit sonst nur selbst tot. Fireweed und das war Stinging Needles. Gut, dass ich mich nicht verlaufen kann, weil mir wird das Haus ja mal angezeigt. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen so auf Entdeckungsreise, mal gucken, vielleicht finde ich ein zweites Haus oder ich finde irgendwie ein McDonald's oder so. Das wäre natürlich super. Kann ich hier eigentlich nicht, ich kann die Dinger, die auf dem Boden liegen, nicht aufsammeln. Oh, warte, kann ich da noch ran? Ich glaube, ich kann da noch ran, das wäre awesome. Was pflücke ich hier gerade eigentlich? Sind das... Ja, super. Ja, ich sammle Brennnessel.
Ich könnte einen Brennnesseltee machen, aber. Naja. Der Winter naht. Winter is coming. Ich sammle mir nochmal einen Stein ein. Okay, das war's. Ah, ich kann im Inventar Sachen rotieren. Boah, ich habe kaum Energie. Ich bin am Verhungern. So, schnell mal die Falle checken. Nein, da ist nichts. Die Hasen... da ist was. Die Hasen sind an sich auch, glaube ich, vermutlich im Winterschlaf. Schnell, schnell, schnell. Oh, ich bin verhungert. Ich bin verhungert, oh Gott. Click to continue. Achievements, was habe ich denn so an Achievements bekommen? Craft an item to aid in survival, okay, ja. Ja, na gut, lustiges Spiel auf jeden Fall. How to play, ja, steht ja natürlich auch. Ich kann mir, warte mal, continue. Ach, ich hab gerade, was, ich hab doch gesaved. Vermutlich Permadeath. Ja. Dann war's das erstmal vom ersten Test zu On My Own. Ich werde das sicherlich noch ein paar Mal spielen. Und dazu dann auch Videos machen. Aber fürs Erste war's das dann. Schreibt es auch in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Und ob ihr es gerne mal selbst spielen würdet. Wie gesagt, bei Steam 7,99 €. So an sich hat's Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.